Was macht ihr da? Ich sehe ihn da. Autsch, autsch. Da. Hey, darf ich jetzt auch mal? Danke. Du gehst mir ganz schön auf die Eier, weißt du das? So, endlich. Dem Mönch helfen. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Gut. Aber trotzdem wollte ich eigentlich erstmal den Aussichtspunkt hier machen. Ist das nicht gefährlich? Nein. Ach, Mann. Danke. Sofort. So, wunderbar. Und der nächste Aussichtspunkt. Noch 43. Ja, du sollst auf das Pferd aufsteigen. Hallo, auf das Pferd aufsteigen. Danke. Ach, Moment. Sorry. Ich verdrück mich besser. Was? Was hab ich denn hier gemacht? So. Okay. Komm ich da hoch? Ja. Naja, komm, es ist zu hoch. Mein Gott, ist der übergeschnappt? So, hier sind auch ganz schön viele Mönche. Mit dem Adlauge kann ich auch nichts. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Was? Ach du Scheiße! Muss ich die umbringen oder was? Ezio darf ke... Hey, was muss ich denn machen? Lasst mich in Ruhe.
Okay. Oh, ich glaube, ich bin zu weit weg. Ja. Woher soll ich denn wissen, wer wer ist? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, das ist aber wieder der Falsche, ne? Das war jetzt aber eigentlich nicht geplant. War das der Richtige? Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Na juhu! Und irgendwie habe ich das ganz dumme Gefühl, alles endet da, wo es angefangen hat, in Florenz. Sequenz 12 schon beendet, krass. Ist ja mal richtig heftig. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Okay. Republik Florenz 1497. Nun gut. Jawohl, machen wir. Florenz betreten. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Oh, okay. Los, tötet ihn! Hilfe, eine Leiche! Wer von uns ist hier die... Wieso boxt ihr euch denn gegenseitig? Seid ihr irgendwie Banane? Alter, was geht hier ab, ey? Kämpfen die auf einmal gegeneinander? Das verstehe ich nicht. So kommen wir nicht weiter. So aber. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an.
Repubblica Florenza. Wieso kämpfen die gegeneinander? Oh. Ja und? Ich, aua! Tu doch keinem was zu leide hier. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ja, ich. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. Ich verstehe okay. nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Was hab ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Ich lauf doch hier nur rum. Ah, ich hab keinen Bock auf euch. Ich hab gerade mein Leben aufgefrischt. Noch mehr. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch gelernt. Ich mag teuer sein. Er wirft uns einfach raus, sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Okay, was geht denn hier ab? Ach, da. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Nun gut. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Oh, der geht aber ganz schnell. Der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Okay. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Na denn? Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja, der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Bleib dran. Okay. Jetzt! Was? Jetzt stirbst du! Huch! Ah, ich nehm's mit euch allen auf, aber. So! Alter, was sind das für Leute? So, können wir jetzt endlich weitergehen? Segui, ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert.
Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Nur gut. Ach du meine Güte! Wie viele sind denn das? Oh, nee, so weit nicht. Da haben wir 1, 2, 3. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte, okay. Da hab ich einen. Da habe ich aber noch viel zu tun. Meinst du? Schöne enge Hose. Hier läufst du nicht davon. Verdammt, er kommt. Du darfst nicht weg, Kolo. So. Ist das hier unten schon einer? Nö. Ah, perfekt. So, einer weg. Autsch. Autsch. Alter, immer dieses Rumgespringen, das geht mir ja tierisch auf den Sack. Moment, das haben wir gleich. Alter, was halten die aus? Alter, jetzt reicht's aber langsam. Da hilft nur noch eins, abwehren. Autsch! Das sind so viele. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade Gesundheit nehmen, ey. Drecksäcke. Einer ist direkt hier hinter. Volk von Florenz! Hä? Sammelt euch! Hört meinen Worten gut zu! Das Ende naht! Jetzt ist der Moment zur Reue! Fleht um die Gnade Gottes!
Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, aua. Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Feinschnellen. Du entkommst nicht. Oh, direkt zwei auf einmal. Cool. Ich wollte... Was? Was, wie, wo, wer? Hä? Ohne Momento, was muss ich denn jetzt machen? Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Lass die nicht entkommen. Hey, ich will aufstehen, ich will aufstehen. Danke. Ich habe gesündigt, das stimmt. Und dafür bezahlt. Aber das nicht. Gnade. Geht doch. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Okay, ich muss laufen. Ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen. Autsch. Lauf doch mal schneller! Ein Söldner? Er sieht.